In den vergangenen Jahren verzichtete die aktive Wolfsburger Fanszene gezielt auf Spielbesuche bei Red Bull Leipzig. Grund dafür waren konkret die digitalen Tickets vor Ort. Seit mehreren Jahren bereits muss man sich als Gästefan in Leipzig eine App auf dem Smartphone herunterladen, um an eine Stadionkarte zu gelangen. Dies bewegte die Fans aus der Autostadt dazu, den Spielen im Zentralstadion vorerst nicht mehr beizuwohnen. Nun hat der Verein Red Bull jedoch Änderungen im Ticketkonzept für Gästefans vorgenommen, wodurch wieder normale Papierkarten als Anhänger eines anderen Vereins erwerbbar sind. Dementsprechend entschied sich die Fanszene rund um die Nordkurve Wolfsburg nun dazu, den Spielen gegen das Brauseprodukt wieder beizuwohnen. Demnach streuten die Ultragruppen über die sozialen Medien wie etwa Facebook in den letzten Tagen die Info, dass man dazu aufrufe, das Spiel wieder zu besuchen. Zitat Nordkurve Wolfsburg, auswärts Leipzig, Fußball ist für alle da. Endlich ist es wieder allen VfL-Fans möglich, unsere Mannschaft beim Auswärtsspiel in Leipzig zu unterstützen, ohne dass dafür ein Smartphone oder eine App benötigt wird. Unter diesen Bedingungen steht einem Stadionbesuch nichts mehr im Weg. Nicht nur die Szene Wolfsburg beklagte sich bereits über die Umstände, die in Leipzig herrschen, um an ein Ticket für den Gästebereich zu kommen. Da jedoch auch ein Teil der aktiven Fanszenen der ersten Bundesliga regelmäßige Besuche in der Red Bull Arena seit mehreren Jahren bereits ablehnt, stieß dies bislang auf keine weiteren Ohren. Lasst uns gemeinsam unseren VfL zum Sieg singen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.